Spieler nicht, um sie die Reiche am Tore schießen zu hindern. Heute sollte Dieter Schlindwein diese Aufgabe übernehmen. Ein Duell, das in den 90 Minuten mehrfach im Blickpunkt stand, mit Haken und Ösen geführt wurde. VfL-Coach Krautzun war zufrieden, seinen Torjäger nach einigen Rückenproblemen überhaupt mit dem Spiel zu haben. Beim ersten Aufeinandertreffen Schlindwein einen Schritt schneller. Die Forderung der Wolfsburger Anhänger wurde auf dem Rasen offenbar völlig verkehrt verstanden. Es ging ungehobelt und ruppig zu. Fünfmal gelb für die Hamburger, zweimal für die Einheimischen. Spielerisch war nicht viel Erfrischendes zu bemerken. Nach völlig nervösem Beginn beiderseits die Gäste vom Millerntor leicht überlegen. Knebel, der beste Mann der ersten Spielhälfte. Dann schickte Schiedsrichter Haupt Hans-Jürgen Brunner in die Kabine. Rot, nachdem er schon gelb gesehen und erneut nachgetreten hatte. Numerische Überlegenheit ihrer Lieblinge im zweiten Abschnitt. Was hatte Wolfsburg als taktische Variante zu bieten? Angriff über Ockert. Und dann die erneute Begegnung Schlindwein-Reich. Herrlicher Haken. Tom Forde machtlos. Die Führung nach 48 Minuten. Treffer Nummer 20 für den 33-jährigen Sigi Reich. Fünfeinhalbtausend Zuschauer natürlich aus dem Häuschen. 3 Minuten später, die Jubelrufe waren noch nicht verhallt. Ein Königreich für einen, der Reich halten kann, mag Pauli-Coach Eichkorn gefleht haben. Aber Nikolic kommt zu spät, auch Knebel, und Sigi Reich hat erneut getroffen. 51. Minute, stehende Ovationen, Sprechchöre für Sigi Reich, einen Ausnahmestürmer der zweiten Liga, 2:0 nach 51 Minuten. Numerische Unterlegenheit nunmehr das Resultat betreffen. Nun überschlugen sich die Ereignisse. Martino Gatti weiß nicht wohin mit dem Leder, bringt es einfach auf die Flugbahn, die wird von Burkhard Kick sträflich unterschätzt. Und dann Ratestunde. War der Ball nun in den Maschen oder nicht? Der Linienrichter hatte es gesehen, die Hamburger glaubten ihm sofort und wir auch. Beweis folgt. Der VfL ohne Schockwirkung versteckte sich nicht, das Publikum trieb die Grünen nach vorn. Ballwand war das. Ständiges Nachsetzen. Als nächster kommt Akrapovic an die Reihe. Wieder Tom Forde. Aggressiv das Spiel der Wolfsburger und Frakiewicz. Die Abwehr um Libero Dammann, die in der ersten Halbzeit noch so gut stand, nun schwamm sie. Ich glaube nicht, dass ihn jemand gehört hat in dieser Phase. Die letzten 15 Minuten gehörten eindeutig dem FC St. Pauli. Gatti, Knebel und Manzi, schöne Kombination. Gatti und Knebel, die treibenden Kräfte bei den Hamburgern. Aber die Minuten verrannen, nur noch 30 Sekunden verblieben. Eckball Knebel, Manzi verlängert und dann Schlindwein macht seine Fehler wieder gut. 90. Minute, unentschieden im VfL-Stadion. Ohne Frage ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Gäste aus Hamburg, die ihn sich in allerletzter Sekunde erkämpft haben. Wir wollten eigentlich den Ball laufen lassen in der zweiten Halbzeit und über die Außen versuchen, die Wolfsburger Abwehr zu knacken. Wir haben dann allerdings 5 Minuten nicht aufgepasst nach der Halbzeit. Dieter Schlindwein hatte zweimal Riesenaussetzer gegen Sigi Reich, der dann 2 Tore gemacht hat, lagen wir 0:2 im Rückstand. Und danach hatten wir ganz große Probleme, den 0:2 Rückstand wegzustecken und haben dann noch 2 ja, glückliche Tore gemacht. Wenn man 2:0 zu Hause führt und eigentlich bessere Mannschaft aufbauen, dann man hier einen Punkt abgibt, ist das schon traurig.